Hallo Freunde. Jo, es ist schon ziemlich spät, nach 9 Uhr. Ein kleines Paket von Amazon ist eingetroffen. Kamera wird aktiviert. So. Und da ich jetzt neugierig bin und nicht warten kann, wollte ich dieses Video noch schnell auspacken. Jo, dann ist der Tag schon gelaufen. Ja, es schneit draußen, wie verrückt. Und Mizi wollte unbedingt rein. Kommst du von der Kamera? Da komm her. Da komm. Hopp. Ja. Mizi treibt sich sonst eigentlich draußen rum. Es ist eine Draußenkatze. Und frisst sich ja irgendwo anders noch mit durch. Beziehungsweise lädt sich ein. Ne, Mizi? Ja, aber alle paar Tage ist Mizi dann trotzdem wieder hier bei mir. Wenn auf dem Tisch sieht es aber auch ranzig aus. In der Hoffnung, es gibt Nassfutter, aber bei mir gibt es nur Trockenfutter. Für drei Katzen Nassfutter kaufen, das ist ein ganz schöner Kostenpunkt. Ne? Ja. Und jetzt war es ja draußen zu kalt, ne? Oder zu nass. Hm? Jawohl. Na komm, hopp. So, Katze hat sich vorgestellt. Wie gesagt, Katzenfutterspenden sind sehr willkommen. Obwohl, wenn die Katzen dann wieder drin sind, also bei schlechtem Wetter wollen die immer rein. Aber sobald irgendwie am Fenster die Sonne scheint, stehen sie frühs wieder an der Tür und wollen raus. Also draußen ist scheinbar doch ganz schön. Ne, Mizi? Wenn sie denn bei kalten und Schmuddelwetter drinnen sind, dann wäre vielleicht statt Katzenfutter Katzenstreu angebracht. Ne, Mizi? Jo. Okay, dieses Paket hier ist eingetrudelt. Und ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Und wir schauen einfach mal ganz schnell rein. So, ich bin jetzt sehr gespannt, ob schon das Richtige kommt. So, gibt es ja nicht so eine coole Aufreißlasche? Ja, zack. So war das doch hier. Und? Nichts weiter mit dabei. Und zwar ist das Färbemittel. Ich zeige auch gleich wofür. Das ist zum Lederfärben. Ich nehme eigentlich sonst Morello heißt die Firma, glaube ich. Das sind so eine kleine Glasflaschen. Aber die hatten bei Amazon schwarz nur im Set mit zusammen Lederreiniger, also ein scharfer Reiniger, mit dem man eigentlich vorher drüber geht und dann färbt. Und dann kostet das Set über 16 Euro, so in der Größenordnung. Und einzeln die Farbe ab 8 Euro. Da wisst ihr Bescheid, was ich haben wollte. So. Und dann machen wir auch gleich mal einen kleinen Test. Ich schaue es noch mal ganz kurz vorher rein. Oh. Durchdringender Farbstoff zur Färbung von echten Glattledern und narbenspaltendem, also Spaltleder. Sowie Kunstleder. Für Wild- und Nubukleder nicht geeignet. Ah ja. Das Produkt dringt tief in das Leder ein. Dadurch wird die Farbe sogar nach langer Zeit nicht verblassen und ihr Glanz nicht verlieren. Ja, der Farbstoff verleiht dem Leder eine intensive Farbe. Okay, also natürlich erstmal reinigen, ist klar. Entfetten auch klar. Aha, man soll also mit einem Reiniger vorher rübergehen. Okay. Bla bla bla. Den Behälter kräftig schütteln und den Farbstoff mit einem Pinsel auftragen. Warten, bis die Farbe trocknet. Wenn nötig, wiederholen. Bla bla. Es ist alles wie immer. Hinterher unbedingt dann eben mit Creme, also Schuhcreme, nochmal drüber gehen und polieren. Darf nicht an die Hände von Kindern geraten. Die werden daran furchtbar sterben. Hier sind doch so diverse Zeichen drauf, die nichts Gutes verheißen. Und deswegen werden wir uns auch da gar nicht weiter drüber auslassen. Sonst verliert man die Lust, damit zu arbeiten. Penetrating Dye. Oh, mei. Penetrieren ist immer gut. Okay. Sage ich jetzt auch nicht nein. Mei. Okay, wir werden das Mittelchen gleich testen. Und dann seht ihr, wofür das ist, für welches Projekt, was dann endlich vollendet werden soll.
und ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das denke, weil es ja diesmal eine andere Firma ist. Kleinen Moment. So, Freunde, ja, ich habe bloß mal schnell nach einem Pinsel gesucht, weil der beiliegende Set eigentlich eher so für gröbere Sachen. So, wir befestigen hier wieder unser Mikrofon. So, und zwar ist das immer noch das Projekt mit dem Wild West Revolvergürtel, sage ich jetzt mal. Und zwar wollte ich probieren, meine genähten Lederstreifen damit zu färben. Oh, also eigentlich legt man natürlich was unter, vorzugsweise irgendeine Zeitung. Ist wirklich so. Das Zeug kriegt ihr nirgendwo mehr ab. So. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert wie das andere Material, was ich sonst hatte. Also laut den Rezensionen im Internet. Oh oh. Also ich denke mir mal erstmal weiter schütteln. So, jetzt müsste man natürlich abschätzen. Ah, so. Naja, also das liegt schon am Schütteln. Ansonsten halt mehrmals auftragen. Es wird schon schwarz. Was mich jetzt wundert ist, das ist ja so ein leichter Violettstich. Ah, okay, es wird richtig schwarz. Also ein bisschen rühren hilft auch und dann sollte alles funktionieren. Ja, es ist ein schönes Schwarz. Und das zieht auch wirklich wunderbar ein. Wem es interessiert, ich hole mal die Kamera ein bisschen näher ran. Und ihr wisst ja, Freunde, das ist ein sogenannter Prairie Belt, wie der Amerikaner wohl sagt. Das ist immer noch die Angelegenheit für den Cavalry Säbel. Wobei jetzt irgendein Kommentator meinte, das ist das Modell Navy. Aber Leute, lässt sich ja ganz einfach überprüfen. Also bei Navy müsste zumindest irgendwo eine Symbolik drauf sein, die auf einen Anker oder irgend so etwas, die daraufhin Bezug nimmt. So würde ich als Laie sagen. Und das ist hier nicht der Fall. So, aber berichtigt mich, ich habe da keine nähere Ahnung. Das war damals bloß ein Notkauf, weil ich dringend einen brauchte, weil ich dachte, ich nehme da an so einem Reenactment mal teil als Statist. Da brauchte ich einen Säbel. So, das ist Ausführung für Offiziere übrigens. Wer will denn schon einfacher Private sein? So heißt es ja bei der Navy. So. Ja, beim Reenactment möchte jeder gern Offizier sein. Das ist natürlich Quatsch, aber man lebt ja so einen Spleen aus, sage ich jetzt mal. Da darf man auch. Natürlich werden auch Statisten gesucht, die in Reihe und Glied marschieren und Befehle befolgen. Aber ich glaube, dieses Mittelchen funktioniert doch ganz gut. Nicht so zaghaft sein beim Auftragen, das Ganze gegebenenfalls wiederholen. Und dann soll es wohl sehr schön abriebfest sein, wie man hier sieht. Wird es wirklich schwarz. Es glänzt natürlich jetzt, weil es neu ist. Aber Lederzeug wurde natürlich auch geputzt, poliert, wie auch immer. So, also das funktioniert echt gut. Wunderbare Sache. Ich bin jetzt zufrieden, dass ich das bekommen habe. Leute, wegen so ein, sag jetzt mal, Zubehör, sage ich mal ganz ehrlich, kann der Fachhandel nicht bieten. Wo soll ich als Laie so etwas kaufen? Ich kenne jetzt keinen Laden für Lederfarbe. Textilfarbe würde ich bei Rossmann holen, okay. Jetzt aber mal im Ernst, der Fachhandel, wie zum Beispiel bei diversen Schustern, ähnliches, die sich noch damit beschäftigen, mit Färben und Sachen reparieren,
Leute, die brauchen ihr Material selber, was sie da haben. Oder zweitens müssten es dann bestellen. Die bestellen das dann wirklich bei einem Großhändler. Und das dauert dann Wochen, bis das Zeug endlich mal da ist, weil ja wieder eine Sammelbestellung gemacht werden muss. Also, wie ihr seht, es gab dafür nicht gewisse Hürden. Und hier, ich sag's ganz ehrlich, Leute, Sonntag bestellt, gestern im Briefkasten, Dienstag. Also ich komme Dienstag von der Arbeit nach Hause und das Produkt ist da. Leute, da kann kein Fachhandel mithalten, das geht nicht. Und deswegen bestelle ich so etwas eben bei Amazon. Mag man jetzt drüber denken, wie man will. Wie denkt ihr eigentlich darüber? Ich meine, das kann der Fachhandel nicht bieten, das geht nicht. Der hat nicht 5 Flaschen Lederfarbe da. Wie gesagt, eine Flasche über 8 Euro für mich jetzt als Endkunde. Ich denke mir mal am EK vielleicht ein bisschen günstiger. Ist ja normal. Wie gesagt, also Amazon ist für mich hier auf dem Dorf in der Provinz eigentlich eine ganz feine Sache. Übrigens, ich mache das jetzt hier mit dem kleinen spitzen Pinsel, weil ich nicht alles nochmal vollsauen möchte. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein bisschen zu zaghaft. Schön. Man könnte natürlich auch diese Schnallen hier nochmal demontieren und das Zeug richtig einsuppen. Aber Leute, der Pinsel tut's auch. Das hat ein bisschen was Meditatives. Ich merke nur, dass das Licht schlecht ist und meine Augen auch. Also die Zeiten, wo man sich so sehr kleine Projekte zugemutet hat, sprich jetzt oben Plastikmodellbau und Flugzeugmodellbau, Schiffsmodellbau etc. Das ist wohl bald vorbei. Oder die dicke Lupe oder was weiß ich was. Naja, aber mit Leder, das wird immer noch gehen. So. Ach übrigens, Grüße gehen raus. Steini, zum wiederholten Mal sage ich bloß, hat mir wieder ein Handyguthaben geschickt und ich weiß gar nicht. Also die Autogrammkarten müssen ganz dringend hergestellt werden. Der gute Steini hat schon wieder 20 Euro geschickt. Also, ich weiß auch nicht. Übrigens will ich nicht, dass du dich verausgabst auf irgendeine Art und Weise. Da würde ich mich dann blöd fühlen. Aber das hilft wirklich sehr. Gerade Handy, ich arbeite mit Prepaid, das wisst ihr alle. Wenn ich ein Video hochladen will, muss ich es entweder bezahlen über Prepaid oder ich müsste vorne im Dorf gibt es gratis WLAN, habe ich auch schon genutzt. Ne? Oder der Kameramann lädt es hoch. Wobei ich dann aber immer nicht weiß, ob es zeitnah hochgeladen wird. Kleine Kritik. So, das ist jetzt alles ein wenig schon gealtert. Feine Sache. Ich zeige auf jeden Fall dann nochmal den Gürtel, wenn er fertig ist. Eieiei. Das ist wirklich, das sieht echt aus. Alles schon ein bisschen abgeranzt, das muss auch so sein. Am liebsten hätte ich ja noch die Schnallen, die ich hier benutzt habe, ein bisschen gealtert. Also die glänzen mir natürlich zu sehr nach Messing. Mehr oder weniger wie bei einer Parade. Nee, doch, das passt schon hier. Da geht man jetzt zweimal drüber. Und das färbt wirklich sehr schön schwarz. Der andere Riemen unten drunter, der wurde von einem Gürtel recycelt, den ich kurzerhand einfach klein geschnitten habe. Tat mir zwar in der Seele weh, aber das ist eben, das merkt man. Es war das passende Material, die richtige Stärke. Und dazu noch die richtige Flexibilität. Das ist also auch ein guter Ledergürtel gewesen, sagen wir es mal so. Also, das wird alles schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wunderbar, das gefällt mir. Die Farbe dringt sehr gut ein.
Also geht auch diese Firma hier. Wie gesagt, diese wurde von mir gewählt. Erstens mal lieferbar und zweitens einfach nicht als Set, sondern als einzelne Flasche. Komischerweise gab es bei der anderen Firma jede x-beliebige Farbe. Aber nur schwarz gibt es als Set. Leute. So, ich werde jetzt euch auch gar nicht weiter langweilen dazu. Ich zeige beim nächsten Mal noch ein paar mehr Details. Ich färbe jetzt alles nochmal schön durch. Wie gesagt, schwarze Tinte dringt auch sehr gut ein, hat sich aber als nicht abriebfest erwiesen. Seltsam, von Papier kriegt man es ja auch nicht einfach so runter. Ich hätte jetzt gedacht, okay, bei Feuchtigkeit, aber nein, auch im trockenen Zustand. Das war mir neu. Gut, ich werde das jetzt nochmal ein bisschen durchfärben mit einem spitzen Pinsel und mich damit ein bisschen beschäftigen. Tschüss an den Zuschauer. Und kleine Basteleien machen sehr viel Spaß. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr solche, sag ich jetzt mal, handwerklichen Hobbys habt und dort etwas euch näht oder anfertigt, ob das heutzutage noch ein Thema ist. Tschüss, Freunde, und danke fürs Zuschauen.